Moin Leute und willkommen zu meinem ersten Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man DreamScene auf eurem PC installiert. DreamScene bedeutet, dass ihr sowas wie hier einen bewegten Desktop-Hintergrund haben könnt. Nachher, wenn ihr es installiert habt, wird es ungefähr so aussehen, dass ihr dann hier über euren Downloads eben verschiedene Videos downloaden könnt und dann eben Rechtsklick drauf macht und hier Set as Desktop Background machen könnt und dann eben Videos als Desktop-Hintergrund benutzen könnt. Wie das geht, werde ich euch jetzt zeigen. Zuallererst müsst ihr euch die DreamScene runterladen, also ein ZIP-Archiv. Dazu geht ihr hier auf chip.de. Diesen Link werde ich in die Beschreibung setzen. Und ja, genau, hier sind dann die Links. Also entweder hier für 32-Bit eben diesen Link, für 64-Bit diesen Link. Geht ihr eben drauf, ladet euch das hier runter, dann zum Download. Und Download Server Chip Online und dann wartet ihr, bis das kommt. Dann downloadet ihr das. Ich mache es jetzt nicht, weil ich schon gedownloadet habe. Und ja, dann bekommt ihr hier eben ein ZIP-Archiv. Das hier, genau, das DreamScene Win 7, also Windows 7, 64-Bit. 32-Bit eben, wenn ihr ein 32-Bit-System habt. Und ja, dann braucht ihr WinRAR, das solltet ihr vielleicht alle haben. Und dann macht ihr einfach Rechtsklick auf die Datei, macht Entpacken nach DreamScene und dann erscheint hier im Verzeichnis gleich die entpackte Version, also hier DreamScene Windows 7 entpackt. Und dann habt ihr hier drei Dateien. Erst zuallererst mal eine DLL-Datei, nochmal eine DLL-MUI-Datei und eine Registrierungseinträge-Datei. Das macht ihr dann dann macht ihr folgendes. Ihr nehmt euch diese normale DreamScene DLL-Datei, geht dann auf eure Windows, also eigentlich normal C, Festplatte C, geht in Windows, geht auf System 32 und sucht hier, oder nein, ihr kopiert genau das Verzeichnis in System 32, diese DLL-Datei rein. Dann geht ihr wieder zurück, holt euch hier eben die andere Datei, die MUI-Datei, und die kopiert ihr in nicht ins System 32, sondern wieder eins hoch auf Windows. Und dann geht ihr hier auf ENUS und kopiert es. Nein, Moment. Tut mir leid. Ihr geht auf System 32 wieder, das war schon richtig. Und geht da auf ENUS. Also ist Windows, System 32, ENUS in den Ordner rein. Und hier kopiert ihr eben diese MUI-Datei. Kann man auch in dem erkennen, dass hier auch schon MUI-Datei drin sind. Bei mir, ich kopiere die Sachen jetzt nicht, weil ich schon drin habe. Und ja, hier seht ihr auch das hier reinkopieren und dann habt ihr eben das zwei kopiert, die zwei Dateien kopiert und dann bleibt ja noch eine Datei übrig. Das ist dann die Registrierungseinträge hier Datei. Die klickt, macht ihr einfach einen Doppelklick drauf, akzeptiert hier mit Ja und macht immer weiter und akzeptiert einfach alles. Und ja, dann macht ihr euch die Registrierungseinträge rein und ja, dann seid ihr eigentlich schon fast fertig. Ihr müsst danach nur noch den PC neu starten. Und wenn ihr neu gestartet habt, könnt ihr auf der Webseite DreamScene, habe ich hier auch schon geöffnet, dreamscene.org, werde ich auch in die Beschreibung setzen. Da könnt ihr dann eben von verschiedenen Videos, Streams oder eben auch Themen hier auswählen. Könnt dann eben Vorschau machen, dann hier kurz vor, kommt da kurz eine Vorschau, wie das dann aussehen würde. Und ja, wenn ihr sagt, ach, das gefällt mir, dann drückt ihr einfach hier auf Download, downloadet euch das und ja, dann kriegt ihr eben wieder ein WinRAR-Archiv, entpackt das, wie eben schon vorhin. Dann habt ihr sozusagen Ordner wie das hier oder das hier. Und dann macht ihr einfach Rechtsklick, Set as Desktop Background und dann habt ihr das hier als Hintergrund. So einfach war es das. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.